Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben keine Zweifel. Wir dürfen das Haus der Kosmos-Gottleute betreten. Im Gegensatz zu... They've already started. I've got to get to the poison before they all take it. Im Gegensatz zu Arthur dürfen wir auch wirklich rein. We're not a bloody bed and breakfast, are we? But do we so get out. Find your own campsite. Anyone can take sure. We'll find you and we'll fix you. Get on the bloody hell, man. Can't kill us all. There's no room for you here. Wir kommen hier nirgends rein. Aua. Halt, halt, halt. 7 nur. Hey, wir können das richtig gut heute. Ja, die sind aber auch krass drauf hier. Und es gibt gar keinen Eingang. Bienen! Ich habe Bienen mitgebracht für euch. Schmetterlinge. Das war keine gute Idee, einfach so reinzurennen, aber ich dachte auch, die Tür wäre offen. You'd enjoy it if you just relax. Wie kommen wir da rein? Nicht so laut. Wow. If you tell, so it was your idea. Schmetterlinge! Wir dürfen keinen mitnehmen, wir brauchen ein Netz oder so. We're not a bloody bed and breakfast, are we? Oh, der kann aber auch ganz schön zu langen. Oh, wir aber auch. Na, der hat schon gut Schaden genommen jetzt. Wie kommen wir an diese verrückten Schmetterlinge ran? Wie kommen wir an den Burschen ran? Schlafen. It's your fault for leading me on. Gut. Okay.
can't keep you on if you can't be friendlier. Oh nein. Das macht doch bestimmt total viel Krach, wenn wir da jetzt irgendetwas draufwerfen. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, das war mal neu. This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Anyone can say, sure, I hate living in a flesh bag. But then you say to them, well, don't then. And they're scared. They're scared to jump. What if the pickup vehicle is not really in orbit? What if there is no pickup vehicle? Na, Pfeile wieder. That's why you need to hate, really hate the flesh bag. You have to be willing to not move without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does that sound strange to you? It shouldn't. Jesus Christ said, for whosoever will save his life, das Ding kam gar nicht zum Einsatz. Oh. Ach, die sind ja wohl verrückt. Wie fies, ha? Oh, die heilige Bratpfanne. So einfach geht's nicht. Wer stapelt denn Stühle so? Oh Mann. Werfen können wir schon ganz gut. So viele Pfandflaschen. Alle für uns. Oh, prima. Wir ziehen uns unseren Gummianzug mal an. If I had, I couldn't tell you the good news.
I'm not talking about Marden. No one's talking about Marden and Okay. What I'm talking about is I look like Marden and the Towers. I'm talking about leaving the flesh behind. Throwing it overboard. How can you float up to the pickup vehicle if you're weighed down by a bag? You can't. It's bad. We have to leave the flesh bag and be our soul. Be only our soul. This is not suicide. Suicide is giving up. This is taking a leap of faith. Ich glaube, da läuft einfach nur ein Band. There's no punishment except how you're already being punished. There's no retribution unless you already feel like you're being retributed. You just won't ascend. Die Tür klemmt. And sooner or later, but probably sooner, the way things are going, your flesh man. Let's go. Let's get those cups out to everyone who wants some. This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Anyone can say sure. Hier ist gar keiner mehr. Überall nur diese Fallen. Und Pilze und Gummientchen. Ganz alleine gelassen hier. What if there is no pickup vehicle? That's why you need to hate, really hate the flesh bag. You have to be willing to not live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Na, endlich. Jesus Christ said, for whosoever will save his life. Oh nein, 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 nein. Oh. Musste das sein? Ich dachte, da könne man rüberspringen. Alles leer hier? Na, ein paar Flaschen nehmen wir noch mit zum Werfen. Und etwas trinken können wir. Okay, what I'm talking about might look like martyrdom to the cowards. I'm talking about leaving the flesh behind. Oh, gar nicht zum Einsammeln. How can you float up to the pickup vehicle if you're weighed down by a bag? You can't. It's ballast. We have to leave the flesh bag and be our soul. Be only our soul. This is not suicide. Suicide is giving up. This is taking a leap of faith. We have to have faith that the transcendent will catch us. There's no punishment except how you're already being punished. There's no retribution unless you already feel like you're being retributed. You just won't ascend. You don't transcend, and sooner or later, but probably sooner, the way things are going, your flesh and mine. Let's go, let's get those cups out of here. Who wants some? This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Oh, wir können schon sehr gut werfen. Bestatter! Leichenschleppgeschwindigkeit wurde erhöht. Habe ich da richtig gesehen? Ah, ich mag diese Rätsel. Sie alle fragen uns, dass wir die nächste Welt zu erreichen und joyfully give up this world.
Because of course there is a pickup vehicle. So viele Fallen, wer hat die alle aufgebaut? Die drei Leute, die da draußen standen, vielleicht? Das war ein guter Trick. So, lassen wir erstmal Luft rein hier. This is not suicide. Suicide is giving up. This is taking a leap of faith. We have to have faith that the transcendent. Oh, da ist so ein Kessel da unten. There's no punishment except how you're already being punished. There's no retribution unless you already feel like you're being retributed. You just won't escape. Oh. You don't transcend. Aber hier ist gar keiner, oder? Sonst, die hätten doch schon längst irgendwas hören müssen, sonst. This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, not knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Anyone can say, sure, I hate living in a flesh bag. But then you say to them, well, don't then. And they're scared. They're scared to jump. Oh, Teddy! What if the pickup vehicle is not real? Teddy mit der Spritze. What if there is no pickup vehicle? That's why you need to hate, really hate the flesh bag. You have to be willing to live in it without any solid confirmation that the pickup vehicle is there. Does it seem strange? Shouldn't. Jesus Christ said, for whosoever will save his life shall lose it. Matthew 16. The Hindus seek moksha, liberation from the cycle of rebirth. They all ask us to embrace the next world and joyfully give up this world. Because, of course, there is a pickup vehicle. I've been on it. That's what they're going to poison everyone with. Both humans and aliens. Trust me, I would have been happy to stay up there. But if I had, I couldn't. Das war einfach. I'm not talking about entgiftet. If I've done this right, they realize the world is a lot bigger than the Garden District. What I'm talking about. Oh, something. Wollen wir uns das nicht angucken? Unter dem Klavier verstecken. Wo ist unter dem Klavier? Ah, wir dürfen uns das noch angucken. So viele. We're going to start handing out the cups now. Don't worry, there's enough for everyone, more than enough. But don't sip it, or you might feel sick for a bit. A little might make you queasy. A full cup and you won't feel a thing. You'll just wake up in a little while, feeling no pain, feeling no gravity, looking down at the earth from the pickup vehicle, and then you'll get to meet everybody up there. Hands are really beautiful, aren't they? They're like God's hands. I've never noticed all the colours. Is this heaven? Life's so short, you know? This place is bad. It's a bad place. Why did you want us to die? Why? It's because you wanted to die, isn't it? You just wanted company. Let's get out of here. We're leaving. You can kill yourself if you like. Wait! Don't go! You'll miss the pickup vehicle! You'll all miss the pickup vehicle!
You sick, dying bastard. What are you doing? These people are trying to get to a higher plane of existence. Are you mad? Or are you just a swindler who's convinced himself? I don't think I care. Prove it's not true. You can't. You might as well try to prove that God doesn't exist. I think Wellington Wells is a pretty good proof of that. Get out, meddler! Heathen! Hey! Ow! Ow! Da müssen wir doch gleich mal wieder Medizin nehmen, wenn du da so zuhaust einfach. Hoppla, die falsche Waffe. Haben wir nichts Besseres? Ist das tödlich? Eine leicht effektive Methode, um Leute zum Hinlegen zu bewegen, fügt mäßigen Schaden zu, sehr haltbar und schwer. Ich will den nicht töten. Das wirkt bei dem nicht. Ja, dann tut's mir leid. Dann versuchen wir mal was ganz Neues. Ach, die Pfanne können wir nicht. Nur den spitzen Stock. Den spitzen Stock. Andere haben den auch schon kennengelernt. Sorry. Pickup vehicle service on this line has been permanently suspended. Naja, er hat's wahrscheinlich. Anders hat es nicht verdient. Vermute ich mal. Wir reden uns einfach ein. Das war ein böser Mensch. Der hätte immer wieder Böses getan. Und darum haben wir kein schlechtes Gewissen, wenn wir das tun, was wir jetzt getan haben. Oh, Cthulhu. Kriecher. Reduziert verursachte Geräusche um 6%. 3 von 5 haben wir gefunden. Raufbold. Angriffe mit Fäusten fügen ein wenig mehr Schaden zu. Der Knüppler. Nahkampfwaffen verbrauchen weniger Ausdauer. Zum ersten Mal, dass wir so etwas gefunden haben. Ein schweres Bleirohr für uns. Eine Leuchte. Und Wundbenzin. Wundzeugs. Da ist er ja nochmal. All die Kerzen und alles, was dazugehört. Das gibt ein schönes Thumbnail ab, finde ich. Naja. So denn? Nichts wie raus hier. Draußen haben wir noch ein paar Leute zu durchsuchen. Und wie kommen wir hier überhaupt raus? Die sind alle hier durch rausgegangen. Aber dann? Die können auch unmöglich... Oh, eine Glasflasche. Die können auch unmöglich hier durchgelaufen sein. Elektrisch. Ach schön. Sind sie dann eben doch? Da war noch eine verklemmte Tür irgendwie. Da wollte ich noch gucken. Ein andermal.
Ja, ein andermal. Wie heißt sie? Nicola Plaskett. Nicola Plaskett. Schmetterlinge. Und ich darf sie nicht mitnehmen. Bevor die Leute sauer auf uns sind, ziehen wir uns schnell wieder um. Dann haben wir nur noch die Zweifel vor uns. Und das Ende dieser Folge. Wow, ja, das war ja mal was. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.